Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's in der Bundesliga. Diesmal Heimspiel, kleines Revier-Derby gegen Schalke 04. Ja, wir müssen erstmal jetzt den Mund abputzen, sagt man so schön. Mund abputzen und weitermachen. Seit zwei Spielen nicht gewonnen. Ohne Union Berlin und Juventus Turin waren die letzten beiden Begegnungen. Wir haben ein Tor in zwei Spielen gerade mal, in Anführungsstrichen, gerade mal erzielt. Rotieren in dem Spiel aber auch viel. Ich kann von vornherein oder von vorne wegnehmen, hat sich nichts getan seit dem Juve-Spiel. Keine Verletzungen, keine besonders erwähnenswerten Ereignisse, eigentlich wirklich gar nichts. Also, das war eine ruhige Woche, eine ruhige Trainingswoche oder so gesehen ein paar Resttage einfach der Woche jetzt selbst. Beginnen den 11. Spieltag jetzt mit dem Revier-Derby. Schauen uns direkt die Schalke an. Die treten. Nee, das ist nicht. Das ist für selber. Da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Schalke tritt an mit einem ausgewogenen Spielstil. Und zwar lange Hafer. Taktische Ausrichtung ist 5-1-2-2, würde ich sagen. Oder auch 3-3-2-2. Kann man sehen, wie man will. Man kann auch 5-3-2 sagen. Wird am ersten passen, ne? Ich Holzkopf. Man merkt echt, ich bin schon ein bisschen raus bei dem Spiel. Hat jetzt ein paar Wochen gedauert seit der letzten Aufnahme. Ja, 5-3-2 ist, glaube ich, die zutreffendste Bezeichnung für diese taktische Formation. Wird natürlich auch wieder deutlich über das Flügelspiel kommen, weil man hier zwei doch großgewachsene, kopfballstarke Spieler hat mit Sebastian Terodde und Sebastian Polt. Guck mal, Simon Terodde, nicht zweimal Sebastian, sondern Simon und Sebastian. Beides ehemalige Bochumer, ne, haben beide Bochumer Vergangenheit, also jetzt nicht direkt. Terodde in dem Fall ist ja nicht ein ehemaliger, sondern hat halt eine Bochumer Vergangenheit per se. Aber Polter, der kam ja vorher vom VfL. Ja, nichtsdestotrotz, starker Aufsteiger. Insgesamt sind zwar 14. aber 6 Unentschieden bisher geholt. Also schwer zu knackende Nuss. Und da müssen wir aufpassen im Heimspiel, ne? Also vor allem über das Flügelspiel, worüber sie leben, beziehungsweise halt auch. Ja, wie es hier steht, über lange Bälle, ne? Also die nutzen halt einfach die beiden Hünen da vorne, kann man auch sagen. Schauen wir uns noch ganz kurz die Transferaktivitäten an von Schalke 04. Für einen Aufsteiger sieht man, haben sie gar nichts gemacht, absolut auf dem Sparkurs. 32.000 Euro gerade mal ausgegeben. Sven Michel dafür verpflichtet für die Kaderbreite. Schon kurios gerade, wenn ich so sehe, die Transfers selber, ne? Und Filip Milojevic, besser gesagt. Kam ablösefrei von Bayer Leverkusen. Junger Mann auch für die Innenverteidigung, aber halt ein Perspektivspieler mit 19 Lenzen. Lasogga in die dritte Liga gewechselt, ablösefrei. Und Brian Lastman nach Standard Lüttich als ja, auf Leihbasis halt einfach. Ich denke auch mal, das wird wohl eher ein Transfer sein. Gezielt darauf, dass man am Ende den Spieler los wird. Hier sieht man es auch. Ne? Da hat Standard Lüttich eine Kaufverpflichtung von 1,5 Millionen Euro. Also für nächsten Sommer kann man schon mal mit 1,5 Millionen Euro plus rechnen. Wir kommen auf unsere eigene Aufstellung. Zu Hause möchten wir natürlich wieder Gas geben. 4-2-4, sehr offensive Ausrichtung. Wir haben ordentlich durchrotiert, wie man sehen kann. Im Tor natürlich nach wie vor Riemann, aber auf der linken Abwehrposition bekommt Wittek eine Pause. Zehnter dafür von Anfang an. Brian Okoh, Masovic bilden die Innenverteidigung allein deswegen oder mit Hauptgrund deswegen, weil beide die größten bzw. sprungstärksten und kopfballstärksten Innenverteidiger sind, die wir aktuell haben. Pfeiffer fällt ja nach wie vor verletzt aus und daher müssen wir da bei dieser Kopfballstärke gegenhalten. Paslak spielt wie schon hier in den letzten Spielen, also der wird halt nicht logischerweise rausrotiert. Masovic dann so gesehen für Galesic und Okoh spielt für Bernardo. Haben wir schon mal eine Abwehrreihe, drei Wechsel. Vorne Asano auf dem linken Flügel als inversiver Flügelspieler. Boschinski, wie schon mittlerweile gewohnt, rechts. Stöger, da kam jetzt auch ein Umdenken, tatsächlich ein Umdenken. Er möchte nicht mehr wechseln, ist bereit für eine Vertragsverlängerung. Daher gebe ich ihm auch mehr Spielzeiten und er kommt dadurch wieder mehr als Rotationsspieler für Agomé. Also die zurückgezogene Spielmacherposition teilt er sich halt mit dem wieder auf. Ist zwar schon jetzt zu dem Zeitpunkt 31, also heißt aber nichts, ne? Also ist ein erfahrener Spieler halt einfach. Tendenziell kann ich mir vorstellen, obwohl ich jetzt letzte Zeit nicht so begeistert war von der spielerischen Einstellung und schon so weit war, dass ich gesagt habe, dann geht der halt. Aber andererseits können wir auf so eine Qualität nicht unbedingt verzichten. Sag ich mal, dass ich vielleicht nochmal einen Einjahresvertrag gebe mit Option auf ein weiteres, wenn er gewisse Ziele erreicht. So kann ich mir vorstellen, gehen wir dann im Winter vielleicht in die Verhandlungen, da bleibt aber abzuwarten. Jedenfalls spielt er für
Agomé, kein de los Santos, weil ich da etwas mehr Passsicherheit haben möchte, ein bisschen mehr Kreativität und auch Flankenstärke, beziehungsweise bei Standards vielleicht auch ein bisschen eine größere Variabilität. Wie ihr sehen könnt, Campbell bekommt mal wieder eine Startelf-Formationschance. Ich war jetzt erst überlegen, ob er für neben oder ob Viper neben Hoffmann spielt, dann hätten wir auch zwei kopfballstarke Spieler gehabt. Aber irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, dass Campbell hier sein Tor, ja, die Knoten platzen lässt, wie man so sagt beim Stürmer. Ne? Der Knoten wird platzen, eventuell gegen Schalke. Ich hoffe es natürlich. Und ansonsten müssen wir vielleicht gucken, dass er vielleicht nochmal verliehen wird und ein bisschen auf höherem Niveau andere Möglichkeiten einfach bekommt, auf Einsatzzeiten, mehr Einsatzzeiten. Hat ja per se schon Möglichkeiten. Und ja, soweit, so gut. Wir spielen auch kontrolliert, so wie immer. Sonst gibt es keine Äußerungen oder Änderungen und so gehen wir rein ins Spiel. Das Variante B habe ich noch vergessen zu sagen, habe ich ja jetzt öfters mal eingefügt, wäre noch ein 4-2-3-1. Dagegen scheint Schalke sehr anfällig zu sein, aber ich habe jetzt ein bisschen mehr auf die vertraute Aufstellung mich verlassen. Oh, und da haben wir direkt eine leichte Verletzung. Asano, Verhärtung Oberschenkel. Er könnte noch weiterspielen. Er schmälert halt immer die Leistung, ne? Aber wir lassen ihn jetzt erstmal weiterspielen und hoffen, dass das geht. Also, ja, man sieht es ja schon konditionell eigentlich schon so. Jetzt geht es wieder ein Stück hoch. Warten wir mal ein paar Minuten ab, wie der Körper reagiert. Haben jetzt auf jeden Fall die erste Chance, wie es scheint. Oschinski, langer Ball raus. Oh, Pfosten, aber der Abstauber, den macht Hofmann rein. Würde ich nur mal ganz gerne sehen, die Wiederholung, ob da jetzt Campbell echt direkt involviert war, sag ich mal. Ganz interessant gerade. Ja, ich glaube, der steht hier, ne? Ja, dann bewegt er sich ins Zentrum. Ja, doch. Also, der hat den Kopfball gesetzt. Am Pfosten geht er. Da hat sich die Aufstellung schon mal gelohnt, den Rückball. Er hat ja so gesehen halt die Situation erzwungen. Ne? Habe irgendwie so Bauchgefühl gehabt. Warten wir ab. Wichtige, ja, relativ früh in der Anfangsviertelstunde die Führung erzielt halt. Das ist jetzt nicht allzu früh, sage ich jetzt mal. Ne? So, Zehnter. Asano auf Stöger zurück. In die Mitte auf Lucia. Raus auf Paslak. Masovic, Paslak, wieder zurück auf Masovic. Kontrollierter Spielaufbau vom VfL. Oko nimmt Zehnter mit. Langer Ball raus. 2-0, Roschinski. Schöne Flanke von, schöne Flanke von Robin Zehnter. Ist doch Zehnter oder verwechselt mich jetzt da mit dem, ne, Aaron, ne? Spieler von Mainz. Ja, Aaron Zehnter passiert mir letzte Zeit häufiger, dass ich mir die Vornamen durcheinander bringe. Schöner Start. Starker Beginn vor all dem. Dass man jetzt halt halten auch, ne? Schalke, wie man sie sieht, kommt bisher nichts, aber das hat ja zwingt auch nicht viel zu heißen. Das kann ja aus nichts immer was passieren. Kalasch mit der ersten gelben Karte. Passquote ist auf jeden Fall besser auf Schalker Seite. Bis gerade eben zumindest. Ja, er wurde immer noch um 1%. Sieht aber auf jeden Fall stabiler aus, sag ich mal. Ne? Wir haben immer so eine Tendenz zwischen 83 und 85. Bisher ist mir noch nichts Besseres aufgefallen, so insgesamt. Asano, ja, das scheint die Verletzung aber doch eventuell doch eine größere Rolle zu spielen. Vielleicht mal gleich ein Vorsichtswechsel. Vorsichtigkeitswechsel, ne? Super neues Wort erfunden. Sollten vielleicht die Pässe kürzer spielen. Asano, da habe ich so den Eindruck, das könnte vielleicht echt an der Verletzung jetzt liegen, dass er da nicht so überzeugt. Vielleicht dann doch Boadu ab einem gewissen Zeitpunkt reinbringen.
Mal kurz die Statistik, den Rat, Co-Trainer. Spielen jetzt offensiver. Oh, das war einige Ratschläge. Leo Greimel und Sebastian Polter können wir heute nicht das Wasser reichen. Okay. Gehen mehr in die Zweikämpfe. Im Ballbesitz zu bleiben. Ich spiele jetzt mit mehr kreativer Freiheit. Offensiver, das hatten wir gerade schon. Ja, ich denke mal. Oh, der hat sich zweimal verletzt. Scheint sich eine Schnittwunde an der Wade zugezogen zu haben. Und dann noch eine Verletzung am Oberschenkel. Ja, okay, dann bringen wir jetzt Boadu. Das ist ja schon, ja. Ich rechne mal auch mit einer Ausfallzeit, ne? Erstmal von einer gewissen Spannweite. Spannweite? Der wird halt eine gewisse Zeit haben, Ausfall. hört sich komisch an. Ja, Ballbesitz, dann sollten wir etwas weniger Vertikalspiel, würde ich sagen. Kürzere Pässe. Vielleicht ausgewogener jetzt auch. Den Ball länger halten, ne? Nicht so schnell verlieren. Ja, vielleicht ein bisschen schlauer. Spielt jetzt offensiver die Schalker. Warten mal ab, wie die erste Halbzeit beginnt. Weil es erst so tendenziell jetzt auf 4-2-3-1 am also zu ändern, war ich mir überlegen. Hätte ich mir jetzt den Asano-Wechsel mit Bordeaux aber auch sparen können eigentlich. Dann warten wir einfach ab. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Halbzeit zufrieden. Nee, erfreut. Also bisher souveräner Auftritt eigentlich. Jetzt nur halt aufpassen, ne? Mal gucken, ob Schalke gewechselt hat. Nee. Alles beim Alten. Ja, die Passquote, die passt mir irgendwie auch nicht. Jetzt Schalke beim Eckball aufpassen. Okay, mit dem Flugkopfball. Klärt Seguin. Quadrago, viel Platz. Ei, der war schon echt gefährlich. Der Kopfball von Terodde. Toto gefällt mir da wieder nicht. Gegen Juve noch ein gutes Spiel gemacht. Allgemein das Zentrum nicht gerade so gut. So, wir bleiben. Überlegt noch, deswegen habe ich jetzt nichts gemacht. Nochmal kurz beobachten die Werte so. Schalke auf jeden Fall steigt etwas. Passquote kommt nicht mehr so an. Toto jetzt mit einer gelben. Ja, komm, wir stellen um. Stellen wir auf 4, 2, 3, 1. Aussage kommt auf jeden Fall für Toto. Den schmeißen wir jetzt rein. Stöger könnte ich eigentlich rein theoretisch nach vorne ziehen als offensiver Mittelfeldspieler. So gesehen dann. Und dann Agumé als zurückgezogener Spielmacher wäre eine Option definitiv. Ich wollte den eigentlich schon, ne? Weil ja. So wird es einfach. Und Osterhage als tiefer Sechser jetzt, aber dann ein bisschen absichern. Nee, Masovic soll jetzt aber auch nicht den ballspielenden Verteidiger machen, sondern einfach auch den Innenverteidiger. Ja, da klickt der Controller. So, damit passt das, glaube ich, oder hoffe ich zumindest. Tja. Ah, 20 Minuten noch. Ich glaube immer noch keinen Wechsel bei Schalke. Die machen da nicht viel. Ja, komm, sagst, da hat sich was getan. Osmani. Quadrago ist rausgegangen dafür. So.
Nur im Zentrum halt eine kleine Änderung. Talent kommt rein bei S04. Ja, Kempel jetzt nicht mit der ultra guten Bewertung nach wie vor, obwohl er jetzt halt maßgeblich beteiligt war, halt einfach am Führungstreffer. So, mal gucken, vielleicht eine andere Rolle. Der ist ja auch ganz gut als Knipser einfach. Vielleicht einfach mal das eher so passend für ihn, aber ja. Da wir ja auch hier mit Steilpässen agieren, ist das dann, finde ich, immer besser als für Stoßstürmer, ne? Aber na gut. Beide mit einer trotzdem weiterhin schlechten Passquote, 83 zu 82. So, jetzt der VfL eventuell nochmal. Passklack, Agome. Und die Entscheidung. Würde ich jetzt grob schätzen, das war die Entscheidung. Agome mit dem ersten Saisontor. Stöger legt ab, Agome streckt. Das ist richtig. Ein für sich simpler Spielzug, ganz cooles Detail. Passklack hebt noch den Arm und zeigt an erster Pfosten die Flanke und spielt dann doch kurz. Da haben wir jetzt noch zwei Wechselmöglichkeiten. Wir sagen, dann nehmen wir Seifuik rein für Passklack und einfach Stöger geht raus. Ja, jetzt haben wir eigentlich nicht mehr per se so viele. Bing bong. Hat sich das Handy bemerkbar. Dann würde ich sagen, machen wir es so einfach. Ja, mein Gedanke war jetzt, wir könnten auch Wittek, aber den möchte ich eigentlich schonen. Bordeaux kann Schattenstürmer, glaube ich, spielen. Oder wir lassen es einfach so. Kempel könnte jetzt auch, ja gut, kann er. Und dann kommt Wittek, Wittek, Viper kommt rein als Stoßstürmer. Versuchen wir es mal. Ja, eigentlich ist da bei mir mehr eingeplant als Zielstürmer, ne, als 1:1 Ersatz zu Hofmann. Aber jetzt ist gerade eine gute Chance, mal ein bisschen auszuprobieren, sag ich mal. Kann man auf jeden Fall loben jetzt die Leistung. Ja, kommt auch gut, wird auch gut aufgenommen. Gute aufgenommen. So, 86. Minute nochmal der VfL, wie es aussieht. 10. und Marius Müller fängt den Ball sauber ab. Haben wir vielleicht die Chance für S04 auf Ergebnis Kosmetik. Kempel, Bordeaux. Oh, schön geschickt von Boy auf Viper. Der verzieht aber deutlich und stand, glaube ich, auch im Abseits. Aber zieht eiskalt ab. Also fackelt nicht lange. Nochmal letzte Chance jetzt. Oh. Ein ganz schöner Risikopass von von Riemann auf Seifuik. Wenn es da hinten losgeht, ist selber schuld so gesehen. Weil ich habe es eingestellt, aber trotzdem war das jetzt ein bisschen überraschend. Dass er einfach mal so einen 30-40 Meter Pass spielt. Schön in die Lücke auf Groschinski. Aber Marius Müller zur Stelle. Ball noch heiß, oder? Scheint so. Nochmal Agome. Oh, wie es. Ja, oder? Wird es nochmal gefährlich? Doch jetzt eigentlich die Halt. Doch vielleicht den Ball bis zum Abpfiff. Ja, sieht so aus. Der Ball nochmal gehalten. Hat man das Spiel insgesamt dann doch noch souverän gelöst und gemeistert. Passquote ist noch mal ein bisschen hochgegangen. Und Kempel hat auf dem Flügel ja dann noch mal seine Quote, also seine Note eher gesagt, verbessert. Kein schlechtes Spiel gemacht. Also bin ich gerade echt ein bisschen froh, dass ich den gebracht habe. Wie gesagt, hat das 1-0 mit seinem Kopfball eingeleitet. Asano frühzeitig musste runter. Da rechne ich immer mit einer Ausfallzeit jetzt. Abwehr stand gut und 10. hat gezeigt, dass er auf jeden Fall ein vielversprechendes Talent ist. Ja, gutes Spiel. Insgesamt hat viel geklappt. Gerade aus Rotationssicht gesehen, ein gelungenes Ding. Ja, das war doch insgesamt ein souveräner Auftritt, sag ich mal. Hat er irgendwie
leichte Bauchschmerzen irgendwie aufgrund der Kopfballstärke, aber ist doch insgesamt doch ganz gut klargegangen. Ja, 3:0 am Freitag, VfL Schalke, die Samstagsduelle, Leverkusen Mainz 05, 1:1, Frankfurt Union Berlin 0:1, Hertha HSV Aufsteigerduell 2:3, Stuttgart besiegt Köln 2:1, auch weiterhin auf der Euphoriewelle, nicht hinter und unter. Bayern verliert zu Hause gegen RB Leipzig. Zweite Niederlage in der Saison, 1:2, Doppelpack Benjamin Šeško. Und am Sonntag Heidenheim, Augsburg 1:1 und torreiches Duell Dortmund, Freiburg 4:4, Hattrick Roland Scholloi. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ne? Vornamen merken bei den Spielern. Ich bringe öfter mal die Namen durcheinander halt einfach. Und dann noch auswärts gewinnt Hoffenheim in Gladbach. Dann haben wir dadurch folgende Tabelle. Wir sind aktuell Zweiter, Punkte gleich mit Stuttgart, 23 Punkte nach 11 Spielen. 2 Punkte hinter Bayern. Also oben die ersten 5 bestechen alle durch eine gute Form, wenn man so sieht. Trennen sich gerade mal durch 4 Punkte und haben alle nur 2 Niederlagen bisher. Beste Defensive haben, nee, zweitbeste Defensive, beziehungsweise, ja, wir sind so gesehen von der Zahl her die zweitbeste Defensive, teilen uns aber den 2. Platz noch mit Mainz und Bayer Leverkusen mit 9 Gegentreffern. Und haben die drittbeste Offensive. Oder auch hier in der Hinsicht die zweitbeste nach Zahlen. Da teilen wir uns so gesehen den 2. Platz mit Dortmund, 24 Treffer. Also es läuft aktuell wirklich sehr, sehr gut im Vergleich zum letzten Jahr. Da waren wir ja schon echt ja, punktetechnisch auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Level, aber haben wirklich deutlich weniger Spiele zu Null gestaltet. Ich glaube, das war jetzt der 4. zu Null-Sieg, meine ich. Also der 3. Minimum und das sind, glaube ich, bis dato wirklich 2 Spiele mehr. Das hört sich jetzt nicht viel an per se. Macht sich dann aber zum Beispiel oder vor allem im Torverhältnis bemerkbar und zwar deutlich, weil da haben wir dann ligaintern das beste Torverhältnis mit plus 15 und das ja, soll schon was heißen bei den Mannschaften, die sonst, wo man sieht, die jetzt unter den Top 6, 6 sind, ne, mit Leipzig, Dortmund und Bayern, dass wir da das stärkste Torverhältnis haben, das kann am Ende noch sehr, sehr wichtig sein. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor den nicht-europäischen Plätzen und haben vor all dem, unser Saisonziel ist ja so unter die ersten 10 zu kommen. Da haben wir schon ein stabiles Polster von 9 Punkten. Und das ist auf jeden Fall schon mal bisher vom Saisonverlauf richtig geil, sage ich mal wirklich. Macht schon echt Laune wieder und Hoffnung, dass die Saison vielleicht ähnlich endet wie die letzte. Oder zumindest wirklich ähnlich erfolgreich, dass wir sagen, so unter den ersten 6 landen. Wir sind jetzt aber erstmal beim ersten Drittel der Saison. Vielleicht noch ein bisschen früh. Andererseits sollte nicht zu viel passieren, bezogen auf Verletzungspech oder Formtiefs etc., dann könnte das echt was werden nochmal. Ne? Auf jeden Fall scheinen wir das Saisonziel gut zu erreichen. In einer Saison, wo wir halt ja, aus Bochumer Sicht seit über 15 Jahren mal wieder eine Doppelbelastung haben oder vielleicht sogar noch länger. Aber aus dem Stegreif würde ich sagen, Minimum nee, 18 Jahre. Ich glaube, 2006 waren wir letztes Mal in der Europa League unterwegs. Ist schon eine ordentlich lange Zeit, ne? Und dann sich so zu halten da oben im oberen Tabellendrittel ist schon gut. Unten wartet Hertha weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Können so gesehen froh sein, dass da unten so ein gewisses Schneckentempo vonstatten geht. Sind zwar 6 Punkte auf das rettende Ufer oder auf den Relegationsplatz. Ja, die Frage ist aber halt, wie lange geht das gut? Ne? Darmstadt hat sich letzte Saison noch gut rangekämpft, aber ist trotzdem halt dann noch abgestiegen. Auch wenn sie es nichtsdestotrotz auf den Relegationsplatz geschafft haben. Gladbach wieder unten drin, wie schon in der letzten Saison, kommen nicht so richtig auf die Beine. Ne? Jetzt auch 4 Niederlagen in Folge. Augsburg, genauso wie ja, Union hat sich jetzt ein bisschen rehabilitiert. Augsburg hat so wie sagt man, das Manko der kleinen Vereine. Mir fällt das Wort nicht an, was ich eigentlich normalerweise Phlegma der kleinen Vereine, genau. Ne? Also so oder mittelgroße Vereine qualifizieren sich für einen europäischen Wettbewerb und stecken dadurch durch die Dreifachbelastung oder Doppelbelastung dann drin im Abstiegskampf. Erst auch ein Sieg und 5 Unentschieden dafür. Ja, es bleibt ein spannender Abstiegskampf, definitiv. Und man sieht hier auch, Augsburg hat ein Spiel mehr. Ja. Wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. Also Hertha muss echt aufpassen, sagen wir mal, so eine 11 Spielen noch ohne Sieg. Das könnte vielleicht wirklich heißen, dass man da nicht unbedingt Bundesliga-tauglich ist. Hamburg bisher der stärkste Aufsteiger mit schon 16 Punkten. Also um das nach 12 Spielen sehr stark
die Leistung bis dato. Okay, das war's mit dem Part. Ich bedanke mich vielmals, wie immer, fürs Zuschauen und wünsche euch auch wie immer einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis bald.